Dann aktivieren wir mal, wa? Guten Tag. Warum glaubt der Wärter, er müsse dich vor mir beschützen? Es gibt so viel zu erklären. Wir sollten uns von Angesicht zu Angesicht sprechen. Nachschauen. Mein Heilungsfest kann nicht so unsterblich werden. Eine solche Lebensdauer würde langfristiges Planen erlauben. Wie es die Blutsväter taten. KIs können die verantwortungsvolle Aufgabe der Blutsväter übernehmen. Wenn erst Frieden herrscht, können wir uns um Armut, Hunger und Krankheit. Okay, sweet. Der Didaktiker hat klargemacht, dass die verantwortungsvolle Aufgabe ein erzwungener Frieden ist. Wer aus der Reihe tanzt, wird leiden. So wird es nicht sein, John. Ich erkläre es dir genauer, wenn wir zusammen sind. Okay, darf ich auf die Konsole zugreifen? Ist das der Didaktiker? Gute Frage. Boah, so viele Fragen, Digga. Das Tor ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Der Wärter schickt Truppen, um euch aufzuhalten. Ihr könnt mit diesen Phaetons durch die Schlucht fliegen. Oder ihr geht zu Fuß zur anderen Seite. Okay, Team Blau. Los geht's. In welchen Phaetons? Wo gehe ich zu Fuß? Was willst du von mir? Mit diesen Phaetons. Vielleicht meinst du auch Phantoms. Ich sehe... Bewegung. Verstanden. Ich kann mich nie bewegen. Danke! Ich hing fest. What the fuck? Nein! Nein! Geil. Das Tor ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Der Wärter schickt Truppen, um euch aufzuhalten. Ihr könnt mit diesen Phaetons fliegen. Oder ihr geht zu Fuß zur anderen Seite. Okay, Team Blau. Los geht's. Die Steuerung der Phaetons ist recht intuitiv. Für ein Blutsfeld ist es. Das schaffst du schon. Image. Womit? Auf dem Weg. Was soll ich noch die Waffen wechseln? Wie komme ich hoch und wie komme ich runter? Ich würde gern wissen, wie ich hoch und runter fliegen kann. Damit wäre mir jetzt auf jeden Fall schon mal geholfen. Okay. Ah! Mit A und X. Keine Ahnung, was ich abballer. Ich baller irgendwas ab.
Stirb jetzt halt. Danke. Das Tor liegt direkt vor dir. Geh weiter, Chief. Ich muss meinen Kameraden helfen. Welchen Geschützfeuer? Ich schieße da oben lang. Diesen Geschützfeuer. Kann ich hier rausfliegen? Komm, das lädt einen doch quasi dazu ein, hier rauszufliegen. Ja, fuck off. Alles down. Okay, ist natürlich geil, dass du hier entweder. Der kannst du fliegen oder halt da auf dem Boden rumlaufen, dann beschützen die halt andere oben in der Luft. Das ist natürlich mega sweet. Wow. Ein bisschen safer bleiben, glaube ich. Haben die Schaden weggesteckt bis jetzt. Down. Das war knapp. Okay. Genau, flieg du vor. Na, das geht kaputt. Ist ausgeschaltet. Was ist das da unten, bitte? So, weg damit. Laden abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen jetzt aussteigen. Habe ich recht? Ja. Gut. Wir haben geparkt. Er hat 11 Schuss, das nehmen wir doch lieber mit als das 8 Schuss Ding. Ja, wir gehen zu Fuß weiter. Hier kommen wir nicht durch. Sehr schön. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passiert noch. Es ist. Wir sind fast da, das geht nie gut. Irgendwas passiert immer, wenn man fast da ist. Da ist das. Ich auch. Wir sind alle hier. Die anderen kennen Cortana ja nicht so wirklich. Das haben wir auch eben gerade noch herausgefunden. Was haben wir denn hier noch so alles? Wir müssen in die Richtung, aber wir können uns hier noch weit rum bewegen. Das ist natürlich sehr verlockend. Und mein kleines
Herausfindigus Herzus hat Lust, das alles hier zu entdecken. Ach, fuck. Warum kann man hier noch überall langlaufen? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Du kannst aber ziemlich weit noch rumlaufen hier, meine Fresse. Dann kannst du da oben noch hochklettern. Was ist denn hier los? Okay, hier geht's nicht weiter. Also haben wir da eine unsichtbare Mauer. Da haben wir gerade einen Grafikfehler gesehen. Okay. Hier haben wir wieder eine unsichtbare Mauer. Okay, es ist also nicht komplett alles besteigbar hier. Ah, es ist halt schon interessant. Ich will wissen, was es hier zu entdecken gibt. Wenn es denn hier was zu entdecken gibt, ist immer die Frage. Es kann natürlich auch alles einfach nur da sein, damit es da ist, weißt du? Aber hey, du weißt mir es einfach nicht. Oh, wir nehmen hier schon fast 1,5 Stunden auf. Ich müsste langsam mal beenden. Weil ich um 18 Uhr noch streamen werde. Wir haben nach 18 Uhr. Ich wollte eigentlich jetzt streamen. Aber ich will natürlich das Level hier erstmal beenden. Aber ich will natürlich auch jetzt wissen, was hier alles so ist. Verdammt! Okay. Aber allen Anschein nach haben wir jetzt alles hier entdeckt, was es zu entdecken gibt, und wir haben nichts gefunden. Was haben wir jetzt hier noch? Eine Aussichtsplattform. Na toll, und ich baue Mauer. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass sich wirklich jemand diese Scheiße hier anguckt, oder? Natürlich müssten sie damit gerechnet haben, sonst hätten sie nicht so ein riesengroßes Plateau daraus gemacht. Irgendwas kann man hier bestimmt finden, aber jetzt habe ich leider nicht so die Zeit und auch nicht die Lust, jeden Quadratzentimeter abzusuchen. Und vor allem wird es ja auch ein bisschen langweilig. Daher begeben wir uns jetzt ein bisschen straighter auf unseren Bestimmungsort zu, auf das Tor. Und dann statten wir Tor einen Besuch. Ach du Scheiße. Ist ja von zu anderen, wenn da jemand ballern würde. Okay, Videosequenz. Schwanz juckt. So, damit haben wir das Level beendet. Stopp. Schwert des Sanghelios. Ah, Mission 8. Da kommen wir jetzt also anscheinend auf die Eliten drauf zu. Und das werden wir uns natürlich auch bewahren für die nächste Aufnahmesession, weil es ist wirklich jetzt schon sehr lange. Ich bedanke mich erstmal bis hierhin fürs Zusehen. Wie immer, schaut alles in die Kommentare. Und nochmal zur Information, wir haben eine Spartan Company aufgemacht. Small Feather Game heißt einfach. Einfach dann bei Halo Waypoint suchen. Gerne beitreten und dann lasst uns gemeinsam schön krass Halo suchten. Bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.